Zum Vollmond im Mai hast du ganz besonders die Möglichkeit, tiefere Einsichten zu gewinnen und dir bewusster zu werden. Warum das so ist, verrate ich dir und zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annette, spirituelle Lehrerin und Astrologin. Und bitte wundere dich nicht, wenn du mich bald mit einem anderen Nachnamen sehen wirst, denn ich nehme wieder meinen Mädchennamen an. Und deswegen wird es da Änderungen geben auf meinen jeweiligen Plattformen. Der Vollmond am 23. Mai, den haben wir nachmittags um 15.53 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf knapp 3 Grad. Das heißt, die Sonne im Zeichen Zwillinge steht dem Mond im Zeichen Schützen gegenüber. Und damit ist der Herrscher des Zeichen Schützens auch ganz prominent im Vordergrund. Das ist in dem Fall Jupiter. Jupiter gehört zum Schützezeichen dazu. Und Jupiter, der Planet mit dem Auge, der auch über die Sinne und Hellsinne regiert sozusagen, steht für tiefe Einsichten und Erkenntnisse. Jupiter repräsentiert das Vermögen, wirklich größere Zusammenhänge zu erkennen und ein größeres Bild zu erschauen. Voraussetzung ist natürlich immer, dass du gut in dir bist, dass du gut geerdet bist, gut in deiner Mitte zentriert bist. Dann kannst du wirklich ein erweitertes Bewusstsein erfahren, ein tieferes Bewusstsein über dich selbst und über die Welt bzw. verschiedene Lebensbereiche von dir. Jupiter steht beim Vollmond in Verbindung mit der Venus und mit der Sonne und das sind wirklich ganz fantastische Konstellationen. Jupiter ist ja das große Glück, Venus ist das kleine Glück. Beide stehen zusammen bei diesem Vollmond und auch Jupiter und Sonne zusammen. Das ist eine fantastische Zeit. Also Jupiter bei Venus, wenn es jetzt um diese tieferen Einsichten geht, dann spricht es für die Möglichkeit, sich wirklich bewusster zu werden bei all den Beziehungsstrukturen in deinem Leben. Venus ist ja auch der Planet bezüglich Beziehungen und Partnerschaften aller Couleur. Und natürlich geht es auch um deine Werte, auch um deine Finanzen. Da komme ich gleich noch zu. Jupiter steht auch bei der Sonne. Also neben dem Fakt, dass es wirklich eine tolle Zeit ist, um Dinge zu initiieren und neu anzugehen, etwas in Bewegung zu setzen, weil da dieses Erfolgsprinzip Jupiter mit bei ist. Wenn wir uns jetzt wieder das Ganze anschauen in puncto Einsichten und Bewusstsein gewinnen, geht es Sonne, das ist immer der Horoskopeigner selber, also es geht um tiefere Einsichten, um eine stärkere Eigenreflexion, eine Reflexion, wer du bist, ein noch tieferes Bewusstsein, wer du bist. Sonne ist ja das Prinzip von Ich bin. Sonne ist Selbstbewusstsein und mit Jupiter zusammen kannst du da jetzt sozusagen nochmal einen Sprung machen und dir noch tiefer begegnen. Das Ganze im Zeichen Stier, also Jupiter wird zum Vollmond noch im Zeichen Stier sein, bevor er dann bald wechseln wird ins nächste Zeichen. Und Stier ist unter anderem natürlich der Bereich der Finanzen und Werte. Also hier wird nochmal unterstrichen, ein mögliches größeres Bewusstsein auch deiner eigenen Finanzen. Also wie sehr bist du ein guter Manager oder eine für dich gute Managerin deiner Finanzen? Hast du da einen guten Blick drauf? Hier könnte es einen Schub geben. Kann auch sein, dass sich im Bereich der Finanzen was dreht, wenn jetzt Jupiter, der Glücksplanet, bei Venus steht, im Zeichen Stier, dass wenn du vielleicht Anlagen hast, dass da vielleicht jetzt auch Gewinne zu verzeichnen sind, auch das ist möglich. Ja, auch dieses Bewusstsein, was hat wirklich Wert für dich, was möchtest du besitzen, was ist dir wirklich wichtig und was kannst du jetzt freigeben, weil du merkst, es ist eigentlich gar nicht wirklich beseelt, es ist einfach nur da. Auch das Bewusstsein über deine Gaben und deine Talente können jetzt nochmal wie einen Sprung machen für dich, dass du das noch klarer, konturierter wahrnehmen kannst. Stier hat auch den Bezug zum Körperbewusstsein, also wie sehr bist du in Verbindung mit deinem Körper, mit all den Ecken und Kanten, mit all den Teilen, die du vielleicht nicht so schön findest und den Lieblingsstellen an deinem Körper. Wie sehr bist du in Verbindung mit deinem Körper? Hier könnte auch nochmal ein Schub für dich stattfinden.
Wenn wir jetzt weiterdenken, Stier hat auch eine Entsprechung zu allem, wo es um die Lebensmittel geht, die Ernährung und die Landwirtschaft geht. Also vielleicht spürst du noch mal mehr, welche Produkte möchtest du einkaufen, guckst vielleicht noch gezielter darauf, wo kommen diese Produkte denn eigentlich her und möchte ich das unterstützen, möchte ich da meine Energie reingeben oder nicht mehr und welche Lebensmittel möchtest du wirklich kaufen und zu dir nehmen und was passt einfach nicht mehr. Ja, vielleicht auch im Sinne von magst du auch nicht mehr, legst du gar nicht mehr so einen großen Wert drauf. Auch das kann hier eine Rolle spielen. Natürlich auch global gedacht, ne, all die Themen mit Landwirtschaft, wen mag man hier unterstützen, wo werden die Produkte wirklich angebaut, unter welchen Bedingungen, ja, dass du da vielleicht mehr den Fokus darauf legst in Zukunft. Mit dem Zeichen Stier geht es auch um die Ressourcen von Planet Erde und wie wir mit diesen Ressourcen umgehen. Auch da ist es also möglich, dass du dir Dinge noch bewusster wirst, dass du für dich noch mehr hinterfragst, was von dem, was es da draußen an Möglichkeiten gibt, ist wirklich dienlich und was eigentlich nicht. Also zum Beispiel die ganze Klimadebatte und E-Autos und Windräder. Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt, wie die Dinge produziert werden? Was passiert, wenn ein Windrad zum Beispiel nicht mehr funktionstüchtig ist? Wie die Batterien hergestellt werden? Was da einfach alles mit dranhängt, damit ein E-Auto verkauft werden kann? Auch im Vergleich zu den bisherigen herkömmlichen Autos. Hast du dich damit schon auseinandergesetzt und für dich mehr Bewusstsein geschaffen? Auch das sind alles mögliche Entsprechungen. Zu diesem Vollmond, also wenn sich Sonne und Mond gegenüberstehen, haben wir harmonisch eingebunden Pluto auf der einen Seite und den Neptun, der ja jetzt gerade durch diese besondere kosmische Spalte, diese göttliche Postbotenstelle, jetzt einige Zeit wandern wird. Die beiden unterstützen sozusagen auf ganz harmonische Art und Weise. Also diese Einsichten können sehr tief gehen, sehr intensiv sein. Da kann es wirklich ganz besondere Eingebungen auch über Träume geben für dich. Voraussetzung, wie gesagt, ist, dass du gut geerdet bist, dass du gut bei dir bist und zentriert bist. Und gerade auch jetzt so in den vergangenen Tagen habe ich das selber festgestellt und auch bei anderen, ne? Thema Sonnenstürme, Thema geomagnetische Stürme, die ganze Unruhe, die sozusagen im Feld war. Da braucht es natürlich ein gutes für sich Sorgen, um wieder in die eigene Mitte zu kommen, wenn du da rausgefallen bist. Sonst wird es natürlich schwierig, sozusagen diese Informationen und diese Frequenzen wirklich wahrzunehmen. Schützevollmond, wie kannst du die Energien für dich am besten nutzen? Hier geht es ganz klar beim Thema Schütze, geht es ganz klar um das Thema der Wahrnehmung. Wie sehr vertraust du deiner Wahrnehmung? Oder bist du immer noch so, dass du viel lieber andere fragst, was sie glauben, was sie denken, lässt es vielleicht durch irgendeinen Tensor oder durch irgendeinen Pendel oder durch was auch immer für Hilfsmittel erfragen? Das ist nicht der Weg von Schütze. Der Schütze heißt, die Antwort liegt in dir. Wie sehr vertraust du deinen Wahrnehmungen, deiner Intuition, das ist hier natürlich der Schlüssel. Und der Wolfgang Döber, einer, der die Münchner Rhythmenlehre ins Leben gerufen hat, der hat mal so schön davon gesprochen, dass es im Kollektiv, in der Gesellschaft sozusagen Menschen mit Denkberechtigungsscheinen gibt. Ja, sogenannte Experten, sogenannte Professoren und Doktoren, die haben die Erlaubnis sozusagen. Und ansonsten wird es oftmals in der Gesellschaft eher negiert, wenn jemand anders eine andere Meinung hat. Also wie sehr lenkst du deinen Fokus auf die sogenannten Menschen mit Denkberechtigungsscheinen und hörst gar nicht auf dich, auf die Antworten, die in dir sind, die dir dein Körper eigentlich immer vermittelt. Deine Intuition, deine Kanäle, darum geht es, das wieder mehr in den Vordergrund zu bringen. Natürlich kann es hilfreich sein, auch mal jemand anders um Rat zu fragen, gar kein Thema. Aber bei Schütze geht es darum, den Blick nach innen zu nehmen und deine Antworten zu finden und auch darauf zu bauen, darauf zu vertrauen. Auch ganz wichtig, wenn sie im Außen gerade nicht geteilt werden. Also, was sind deine eigenen Ansichten, ohne zu leichtgläubig irgendetwas anderes zu übernehmen? Und um das wahrzunehmen, braucht es natürlich auch ein gereinigtes Energiesystem. Also, wie sehr baust du in den Alltag
Möglichkeiten ein, dein Energiesystem immer wieder zu reinigen. Du kannst es über die Quelle, Gott, was auch immer sozusagen dein Bezugspunkt ist, du kannst sozusagen anweisen, wenn du durch den Wald gehst, wenn du spazieren gehst, wenn du unter der Dusche stehst, sozusagen anweisen, darum bitten, dass dein System, deine Kanäle, deine Wahrnehmungskanäle gereinigt werden. Das ist auch immer ganz wichtig, darauf zu achten. Du kannst es auch über die Atmung unterstützen, dir vorstellen, wenn du ausatmest, fließt all das aus, was dir gar nicht mehr dienlich ist, fließen die verbrauchten Energien ab und indem du einatmest, lädst du die frische, vitalisierende und reinigende Energie ein. Also alles, was dir hilft, in Anbindung zu sein, im Kanal zu sein und deine Kanäle offen und sauber zu halten, ist natürlich die perfekte Voraussetzung dafür. Erdung, in der Natur sein, barfuß zu laufen, einen Baum zu umarmen, all sowas hilft natürlich, um auch wirklich gut in deinem Körper zu sein. Und Intuition ist nichts Lautes. Es braucht Momente, wo du einfach bist, wo du in der Stille bist, um lauschen zu können, welche Antworten du in dir hast oder um die Eingebungen auch empfangen zu können. Und je nachdem, wo der Vollmond bei dir stattfindet, wo im Prinzip jetzt Jupiter in den letzten Graden im Stier bei dir ganz konkret in deinem Horoskop wandert, hast du die Möglichkeit sozusagen ganz achtsam darauf zu achten, hier in diesem Lebensbereich jetzt mehr bewusst zu sein, ein größeres Bild zu erkennen und tiefe Einsichten zu erhalten. Das kommt also ganz leise und still daher, diese Energie zum Vollmond. Wenn dir mein Video gefallen hat und du neue Impulse nicht verpassen möchtest, abonniere doch gerne meinen Kanal oder teile es mit dir, lieben Menschen. Gib einen Daumen hoch, da freue ich mich, wenn auch der YouTube-Algorithmus sozusagen unterstützt wird und diese Inhalte noch weiter verbreitet werden. Dankeschön. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.